Moin und herzlich willkommen zu meinen Bücherneuzugängen aus dem Monat September 2019. Im September sind 7 Bücher bei mir eingezogen. 5 davon möchte ich euch allerdings in diesem Video nur vorstellen. Warum nur 5 und nicht 7? 2 davon sind nämlich schon die ersten Gewinner des Büchercastings. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich alle Gewinner der jeweiligen Kategorien mir zulegen werde und euch dann im Finale in einem Trial-Chapter vorstellen werde. Und da dürft ihr natürlich wieder abstimmen, wer denn der endgültige Gewinner wird, über den wir dann eine Leserunde abhalten werden. Und damit ich euch jetzt nicht die Überraschung nehme, möchte ich sie halt hier nicht in den Bücherneuzugängen vorstellen. So, das soll es aber genug zum Büchercasting sein. Es bleiben ja jetzt noch 5 andere Bücherschätze, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und mir ist aufgefallen beim Raussammeln der Bücher, dass die alle das gleiche Farbschema haben, dass sie alle so ins Dunkelblau, Dunkelgrüne gehen. Das werdet ihr dann vielleicht auch gleich feststellen. Ja, finde ich irgendwie schön, habe ich einheitlich geshoppt, könnte man sagen. Und wir beginnen einfach mit dem ersten Buch. Das habe ich euch schon in einer Rezension vorgestellt. Und zwar in der letzten Rezension. Es geht um Jack der Monsterschreck und die Zombie-Apokalypse von Max Brillier und Douglas Holgate. Es ist ein lustiger Comic-Roman, in dem es halt um Jack geht, einem weisen Jungen, der von Pflegefamilie zu Pflegefamilie rübergereicht wird, bis irgendwann die Zombie-Apokalypse ausbricht und er sich ziemlich alleine rumschlagen muss, bis er irgendwann ja seine Freunde wiederfindet oder neue Freunde dazu gewinnt. Er beschreibt halt sein Leben, wie das halt so abläuft, in einer flapsigen, witzigen, frechen Umgangssprache. Das Ganze ist sehr, sehr actionreich. Ihr merkt, ich habe das schon gelesen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren möchtet, ein paar lustige Details, vielleicht ein paar Einblicke in das Buch bekommen möchtet, dann ja, schaut in meine Rezension rein. Es ist halt auch ein Rezensionsexemplar gewesen und so auf diesem Wege ist es auch bei mir eingetroffen. Die Mein-Wunder-Agentur verschickt ja immer so Mails, ob man an gewissen Kampagnen teilnehmen möchte. Und da kann man sich dann einfach raussuchen, diese Kampagnen raussuchen, wo man die Bücher wirklich interessant findet. Und das war wirklich eins davon, wo ich richtig Lust drauf hatte. Und es hat mir echt gut gefallen. Es hat mich sehr gut unterhalten. Der Humor hat mich getroffen. Und ja, es war wirklich, wirklich lustig und actionreich, unterhaltsam insgesamt. Als nächstes ist bei mir eingezogen Palast der Finsternis von Stefan Bachmann. Ich mag das Cover sehr und das ist wirklich eine Besonderheit, weil normalerweise bin ich wirklich kein Fan von Diogenes-Aufmachungen, also die Optik der Diogenes-Bücher. Eigentlich gibt es sogar noch eine Aufmachung, wo das Cover hier sogar ein bisschen schimmert. Das ist diese Ausgabe leider nicht. Dennoch finde ich sie sehr, sehr cool. Das Buch war tatsächlich schon mal auf meiner Wunschliste, dann ist es wieder darunter geflogen. Ab und zu guckt man ja auf die Wunschliste und sortiert immer mal wieder ein bisschen aus. Und dann habe ich tatsächlich eine Rezension gesehen von der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff und sie hat da sehr drüber geschwärmt und sie hat da so ein paar Details gesagt, die mich sehr neugierig gemacht haben und die mich das Buch wieder auf die Wunschliste packen lassen. Und dann ist mir das tatsächlich über den Weg gelaufen und ich musste es unbedingt mitnehmen. Ja, hier geht es nämlich um eine Außenseiterin namens Anouk. Und sie ist mit 4 anderen Jugendlichen nach Paris gekommen und sie entdecken halt dort einen unterirdischen Palast, beziehungsweise wollen diesen erforschen, den ein verrückter Adliger in den Zeiten der Französischen Revolution erbaut hat, um seine Familie zu beschützen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bekommen wir hier auch aus 2 verschiedenen Zeitebenen eben was erzählt. Einmal eben von der Familie zu Zeiten der Französischen Revolution, warum dieser Palast erbaut wurde und eben in der heutigen Zeit, glaube ich, eben von den Jugendlichen, die eben in Paris diesen Palast erforschen. Das Ganze hat etwas Fantastisches, aber auch so ein bisschen was Surreales. Und wenn ich jetzt Jenny richtig verstanden habe, ist es auch sehr, sehr düster, was so ein bisschen in die Gruselschiene abdriftet. Und genau das hat mich halt auch so angesprochen, dass das auch so ein bisschen in ja, diese atmosphärisch gruselige Richtung geht.
Und dann steht hier halt noch, doch hinter der Tür mit den Schmetterlingswappen erwartet die fünf Abenteurer in jedem weiteren Raum ein neuer Abgrund, den sie nur gemeinsam bezwingen können. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, dass das was sehr, sehr Besonderes werden kann, was sehr, sehr Tiefgründiges auch, was sehr Metaphorisches. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Und gerade jetzt in dieser düsteren Jahreszeit, wo jetzt so langsam der Herbst beginnt und ich mich riesig drauf freue, wieder sowas, ja, noch mehr atmosphärischer noch sowas zu lesen zu können, passt das natürlich perfekt. Als nächstes habe ich ein Kinderbuch für euch und hier ist mir tatsächlich noch etwas aufgefallen, was einige Bücher, die ich euch hier vorstelle, gemeinsam haben, nämlich ja, diese Leidenschaft zu mystischen Gebäuden, zu mystischen Orten. Das hatten wir eben schon beim Palast der Finsternis in Paris, was ich euch eben gezeigt habe. Dann habe ich hier als nächstes eben Haus ohne Spiegel von Marten Sanden. Das ist ja ein ganz schmales Kinderbuch, was mich total angesprochen hat. Einmal vom Cover finde ich das wieder wunderschön gestaltet und eben auch von der Geschichte. Denn es geht um Thomasine, die eben in einem großen Herrenhaus unterkommt und dort ist sie vorübergehend zu Hause. Und dieses Haus ist wie geschaffen, um Versteck zu spielen. Es gibt so unendlich viele Zimmer, Verstecke und Türen und Treppen, die sonst wohin führen. Ich finde, das kann man hier an diesem Haus sehr, sehr gut erkennen. Ich finde auch, das erinnert so ein bisschen an den Fuchsbau tatsächlich, von den Aufbau, so ein bisschen verrückt und ganz viele Giebel, ganz viele Balkone, ganz viele Zimmer, ganz, ganz toll. Und dann irgendwann wird ihre kleine Cousine ihr einen verborgenen Ort zeigen. Es ist ein achteckiger Raum, der nur von Spiegeln umrundet ist. Und ja, dieser Raum scheint ein großes Geheimnis zu bergen. Ja, klingt sehr, sehr abenteuerlich, sehr, sehr mystisch. Was das für ein Geheimnis ist und ob das eher so in die fantastische Richtung geht, was ich vermute, oder aber ob das in eine ganz andere Richtung geht, ein ganz anderes Geheimnis birgt. Wir werden schauen. Es steht auf jeden Fall eine spannende, mystische Geschichte, berührend und mit starker erzählerischer Kraft. Das erwarte ich mir halt auch, dass es erzählerisch wahrscheinlich sehr interessant sein wird. Und wenn es auch noch berührend ist, nach umso besser. Also das hat mich total angesprochen und ist auch relativ neu erschienen jetzt. Ich dachte gerade, es wäre illustriert, aber nur die Kapitelanfänge sind so mit kleinen Illustrationen versehen. Ja, und ich habe euch gesagt, es geht weiter um gruselige Häuser und wir bleiben bei diesem Thema. Diesmal geht es aber in die Horrorrichtung. Und zwar ist es Der Fluch von Carrow House von Darcy Coates. Das Buch ist ein Rezensionsexemplar und das ist gerade heute bei mir eingezogen. Und hierbei handelt es sich eben so um ein typisches Spukhausbuch, eine Spukhausgeschichte. Hier steht hinten drauf sogar ein unheimlicher Bestseller in der Tradition von Shirley Jackson, Spuk im Hill House. Spuk im Hill House liegt ja auch bei mir schon als Buch, um bereit es zu lesen. Also es wird Zeit. Ich habe richtig Lust drauf. Ich habe die Serie dazu ja tatsächlich schon gesehen, die es auf Netflix gibt und die hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja, das geht eben so ein bisschen in die Richtung, natürlich allerdings auch ein bisschen moderner, weil Shirley Jackson, ja, das ist ja schon ein bisschen her, seitdem sie ihre Bücher geschrieben hat. Das Ganze kommt aus Australien und ist im Original 2018 erschienen und bei Festa jetzt eben ganz, ganz frisch. Deswegen, ja, wurde mir das direkt zugesandt. Wieder sehr, sehr süß verpackt in Seidenpapier und mit Lollis und Teelicht und Tee dabei. Also die geben sich immer sehr viel Mühe. Und was ich auch immer schön finde, ist, dass die Bücher immer personalisiert sind mit Stempel und Kanalnamen. Ja, worum geht's hier? Wir treffen hier halt auf Remy oder Remy, die als Tourguide in diesem Carrow House arbeitet, was eben ein berühmtes Spukhaus ist. Und sie führt halt Menschen rum in mehreren Gruppen und erzählt Geschichten, die in diesem Carrow House sich zugetragen haben sollen.
und eines Tages bucht eine Gruppe eine ganze Woche dieses Haus, um dort eben ja, Abenteuer zu erleben. Und nach einer Seance, wo auch Remy dabei ist, beginnt auch ein neues Abenteuer, wo sie diesmal auch im Mittelpunkt steht, beziehungsweise wo sie dieses Abenteuer nicht bloß erzählt, sondern eben am eigenen Leibe erfährt. Und sie glaubt, dass der, oder sie glauben, dass der Geist des damaligen Hausbesitzers John Carrow wieder auferstanden ist. Und dieser war ein Serienmörder und auf einmal passieren tatsächlich Morde. Ja, ob das tatsächlich dahinter steckt, ich würde es tatsächlich schade finden, wenn das einfach die Lösung ist, weil sie ja einfach schon auf dem Klappentext draufsteht. Das würde ich schade finden. Aber es soll auch nicht einfach nur eine realistische Aufklärung sein. Das würde ich auch schade finden. Hier will ich auch ein bisschen Spuk haben. Das klingt natürlich total klassisch und überhaupt nicht neu. Das ist so dieses ganz typische Spukhaus-Geschichten-Schema. Aber genau das spricht mich an und genau das möchte ich hier auch haben. Richtig, richtig atmosphärisch mit verschiedenen geheimen Orten, was wir eben auch in Haus ohne Spiegel und in Palast der Finsternis haben und was ich da erwarte. Hier natürlich ein bisschen abgeschwächt und vielleicht ein bisschen erzählerisch, ein bisschen interessanter. Hier aber ein bisschen, hoffentlich ein bisschen gruseliger, ein bisschen spannender mit mehr, ja. Gucken wir, werden es sehen. Ich freue mich allerdings sehr, sehr auf alle diese Bücher. Und zum Schluss habe ich noch einen Fantasy-Roman für euch. Und zwar auch wieder in diesen wunderschönen, düsteren Farben, dunkelgrün und dunkelblau. Das Schwert der Totengöttin von Katharina V. Haderer. Auch dieses Cover finde ich wunderschön. Es ist so mystisch, düster. Man sieht halt hier auch mehrere Totenköpfe drauf, aber es hat trotzdem was sehr, sehr Schönes. Alleine hier diese verschiedenen Lichtsprenkel drauf finde ich unglaublich toll. Hier dreht es sich zum einen um den Sergeant Eric Zane, der degradiert wird und ins Vorland gesteckt wird. Er rechnet dort mit Langeweile und Ereignislosigkeit. Allerdings kommen auf einmal die Toten aus dem Boden wieder hervor und ja, massakrieren die Lebenden. Und er glaubt auch zu wissen, wer daran schuld ist. Und zwar gibt es in der Nähe oder in diesem Dorf auch eine Alchemistin, die einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Und zwar ist das Mirage und die ist allerdings nicht für diese Angriffe verantwortlich, beziehungsweise sie muss sich halt den Anschuldigungen stellen und ja, kommt dann nur davon, wenn sie hilft, diese Untoten wieder unter die Erde zu bringen. Und deswegen müssen die beiden sich zusammentun und ja, sich gegen diese Untotenmacht gegenstellen, aber sie wissen noch nicht, dass die Untoten nicht ihre einzigen Feinde sind, also dass da noch irgendwas hintersteckt. Ja, das Ganze klingt sehr, sehr düster, nach Dark Fantasy könnte man sagen. Ich hoffe, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, dass hier nicht zu sehr eine Liebesgeschichte zwischen den beiden entspinnt und zu sehr in den Fokus rückt. Das würde ich ein bisschen schade finden. Ja, ich hoffe, dass es düster und magisch zugleich ist und nicht nur haut drauf Fantasy ist, sondern irgendwie auch tiefgründig. Ich weiß, oder beziehungsweise ihr wisst ja, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen meine Probleme mit der Fantasy hatte, aber das ist ja auch keine typische High Fantasy, jedenfalls vom Klang her nicht. Mal gucken, ob mich das überzeugen kann. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf, aber im Moment schlägt mein Herz eher für Grusel. So, das war's von meinen Neuzugängen aus dem Monat September. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ist bei euch so eingezogen, was ihr jetzt in diesem Herbst unbedingt noch lesen wollt? Und ja, seid ihr auch so froh, dass jetzt langsam der Herbst kommt und diese gemütliche, urige Lesezeit jetzt anfängt? Das würde ich gerne von euch wissen. Oder wenn ihr irgendwas anderes loswerden wollt, dann schreibt das auch das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!